Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, mit einem neuen Unboxing und wir werden jetzt den Fire TV 4K auspacken, damit wir mal sehen, was da so in der Verpackung drin ist. Ihr wisst ja, ich habe ja auch schon den normalen Fire TV ausgepackt und den Stick ausgepackt, mache ich euch da in die Infocard. Also erst TV, dann Stick, so in der Reihenfolge hatte ich es mir auch gekauft. Ich hatte damals den Fire TV, meinen ersten Fire TV, hatte ich von Amazon zum Testen bekommen. Weil ich den unbedingt gerne mal testen wollte und vorstellen wollte, weil viele danach gefragt haben. So, wartet mal, ich mach mal so. Ist ein Stück höflicher. So. Und da habe ich meinen ersten TV, Fire TV von Amazon gestellt bekommen und den habe ich dann nach zwei Wochen, weiß ich nicht genau, wieder zurückgeschickt. An Amazon und ich habe von vornherein gesagt, den kaufst du. Dann kam ein Angebot, 10 Euro oder 15 Euro, billiger, was da war, gleich zugeschlagen, gleich gekauft und nie bereut. Wie gesagt, dann auch den Stick gekauft, jetzt die neue Fire TV Box, nicht nur weil sie 4K hat, auch weil ich sie sowieso haben will, weil ich liebe diese Produkte und die sollen noch ein bisschen schneller sein. Viele fragen, warum ich die kaufe, wenn PlayStation 3, PlayStation 4 das gleiche ja auch kann. Sorry, wenn das Unboxing dadurch ein bisschen was länger wird. Aber das Menü der PlayStation 3, der PlayStation 4, der App, der Amazon-App ist nicht so toll. Da ist die Box, der Stick ist vom Menü her viel, viel besser. Man sieht besser durch und hast nicht gesehen. Man hat auch mehr Kategorien. So, jetzt soll es aber jetzt soweit auch gewesen sein. Das können wir wegpacken. Wie ich jetzt schon so gucke, also das Orangene, das ist schon mal anders. Das war vorher nicht. Das war vorher, glaube ich, ein bisschen dunkler. Auch das hier oben war, glaube ich, nicht. Weiß ich jetzt nicht genau. Die Fernbedienung, das weiß ich, die ist jetzt nicht mehr per Funk dran. Die ist, oder Bluetooth, was da vorher war, die ist jetzt per WLAN angebunden, soweit ich das weiß. Jetzt mit 4K HD-Kompatibilität, Amazon 7 TV und mehr genießen mit Sprachsuche. Ja, das war vorher schon drin, Zeiten prüfen, bla 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 bla. Gut. So, wo haben wir denn jetzt? Ach so, hier ist der Aufkleber. Den machen wir einfach mal ab. Hier haben wir noch einen Aufkleber. Ein schwarzer Karton, das ist geblieben. Wir haben einen matt-schwarzen Karton. Hier steht Amazon drauf. Hier haben wir Fire TV steht da drauf. Hier steht Amazon, nochmal Fire TV, Siegel. So, okay, dann werden wir das jetzt mal entsiegeln. Achso, das können wir ja so abziehen, oder was? Habe ich noch nie versucht, ey. Ich habe das immer durchgeschnitten. Hey, das geht. Und dann können wir das hier einfach aufmachen, ja. Ich habe mir auch noch nie den Controller jetzt dazu geholt. Ich wollte mir schon immer den Controller holen und bin nicht dazu gekommen. So, wir haben die Box haben wir. Wir haben hier zweimal ein Heftchen. Wir haben ein Kabel. Der sieht schon mal anders aus. Der ist nämlich hier unten jetzt weiß. Das fällt mir auf Anhieb auf. Der Kabel sieht auch ein bisschen was länger aus. Die Fernbedienung ist jetzt auch ein Stück größer, glaube ich. Und wir haben zwei Batterien. So. Und dann würde ich sagen, dann packen wir das hier wieder so zu, weil das brauchen wir jetzt nicht. Machen wir mal hier hin. Und das habt ihr alles mit bei. Ihr habt zwei Batterien für die Fernbedienung, zwei Hefte, Stromkabel, Fernbedienung und die Fire TV Box. Die Hardware gucken wir uns gleich im Hardware-Video an. Ich werde jetzt noch die alte Fire TV abbauen und dann können wir das ein bisschen vergleichen. Und nachher mache ich auch noch in... Kurzes Video in nicht mal 5 Minuten klatschen wir hier Kodi drauf. Ohne irgendwelche Zusatzscheiße. Alles nur mit Hilfe der Box, ohne sie am PC anzuschließen oder sonst irgendwas dergleichen. Alles, was wir brauchen, ist die Box. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.